Stefan Breidenbach mir den Job als Moderatorin übertragen hat, um den Frauenanteil im Raum zu erhöhen. Weil dann würde ich den Männern, die auch da sind, nicht gerecht werden. Insofern fühlen sich alle gleichermaßen begrüßt. Ich habe letztes Jahr den Kaffee offensichtlich bei der ersten Konferenz sehr angepriesen. In diesem Jahr möchte ich erstmal diesen Blick anpreisen, weil diese Transparenz, mit der wir über diese Dächer gucken, auf die Dinge, die wir heute verhandeln, finde ich faszinierend. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wir waren letztes Jahr in der alten Münze am Alex, als ob man ein Start-up ist, das in einem Jahr erwachsen geworden ist. Ob das so ist, das werden wir heute erfahren. Wir haben fantastische Speaker und insofern bleibt mir nur als zweites jetzt die Menschen zu preisen, die uns das eingebrockt haben zum zweiten Mal. Stefan Breidenbach und Florian Glatz, herzlich willkommen auf der Bühne. Einen wunderbaren guten Morgen. Herzlich willkommen zur Berlin Legal Tech 2018. Wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder am Start sind und wir hoffen, wir sind es auch 2019 und 2020, weil da gibt es noch eine Menge spannender Dinge, die wir dieses Jahr gar nicht präsentieren können, weil sie noch in der Mache sind oder gerade noch nicht so weit sind oder weil wir sie einfach zu spät entdeckt haben. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass Sie alle hier sind und wir freuen uns über das Line-up von unseren Speakern und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben einen spannenden, anregenden, wunderbaren Tag. Florian Glatz, der Blockchain-Lawyer, sagt jetzt noch ein paar Worte. Danke, Stefan. Ja, ich komme mehr oder weniger direkt vom Hackathon. Die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich mitbekommen. Gestern Morgen hat sozusagen das Programm unseres Events schon begonnen. Nicht für Sie, sondern für die Legal Hacker, die wir eingeladen haben, mit uns zusammen 2 Tage lang neue Ideen zu brainstormen und dann in Form von Prototypen in interdisziplinären Teams umzusetzen. Wir hatten 140 bestätigte Teilnehmer von über 200 Anmeldungen. Und ich kann berichten, dass der Hackathon in vollem Gange ist. Die Leute sind super motiviert. Es gibt tausende von Ideen, sehr, sehr tolle Teams. Und sie sind alle recht herzlich eingeladen, heute Abend ab 18 Uhr in den Hackathon-Space zu kommen und sich die Pitches anzugucken, also was die Leute gebaut haben. Dann gibt es eine Siegerehrung und dann haben wir auch eine Aftershow-Party mit einer offenen Bar, also Free Drinks, dank unserer Sponsoren Ganzel Rechtsanwälte und GDR. Genau, wir haben auch einen Shuttlebus. Hier wird eine Liste ausgelegt werden, da können Sie sich eintragen. Bis zu 60 Leute können ganz komfortabel von hier mit dem Bus zum Hackathon gefahren werden um 5:30. Und ich glaube, das sind so die administrativen Anmerkungen und wünsche Ihnen jetzt auch einen wunderschönen, spannenden, anregenden Tag und freue mich, Sie heute Abend auf dem Hackathon begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, Andrea Thilo leitet gleich nochmal kurz über zu unseren Hausherren in diesem großartigen Raum oberhalb der Dächer des Hauptgebäudes, des Hauptbahnhofs und in Zeiten von Compliance muss ich natürlich noch eine Sache sagen. Heute spricht auch meine Tochter. Das gehört dazu, das muss ich ankündigen. Vielen Dank, viel Spaß heute. Und apropos Line-up, war eigentlich besprochen, dass jetzt nochmal jemand von Contract Vault auf die... aber bitte ganz herzlich willkommen hier. Ja, bitte. Sehr schön hier und hängt auch so tolle Kunst an der Wand. Ja, danke schön. Danke. Man sieht, hallo, Lorenz Gebhardt mein Name. Ich darf Sie alle begrüßen hier in unserem schönen neuen Standort. Seit 1,5 Jahren sind wir hier. Politisch sozusagen, wir gucken auf Angies Balkon, wenn die großen Besuche sind, dürfen wir die Fenster nicht aufmachen. Also es ist ein wirklich Standort in der Mitte von Berlin, ist uns wichtig und wir fühlen uns hier sehr wohl und ich hoffe, das gilt heute für den Tag für Sie auch. Ich will in 1:30, wie viel habe ich? 1:11, nur ganz kurz ein paar Worte zu Mazars sagen, dass Sie einen Eindruck kriegen, wir sind eine multidisziplinäre Beratungsgesellschaft. Im Kern sind wir Abschlussprüfer und wir sind international, 18.000 Leute weltweit, 80 Länder, in Deutschland ungefähr 1.500 Mann, davon 350 Berufsträger, 80 Juristen. Wir haben also einen Hang zu Jura. Insofern glauben wir, ist das hier eine ganz gute Konstellation. Und 3 Worte dazu, was Wirtschaftsprüfer eigentlich machen. Ich habe ein bisschen die Vermutung, ich erzähle Ihnen etwas, was Sie nicht unbedingt wissen, das ist die Hoffnung. Wenn ich frage, was Wirtschaftsprüfer machen, dann ist wahrscheinlich die Antwort, ja, die haken so Sachen ab und dann vergleichen sie A und B und sagen irgendwie Differenz null, super.
das, was wir eigentlich machen und das, was sozusagen dann den MDP-Ansatz für uns so wichtig macht, ist, Abschlussprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften befassen sich mit Risiken. Wir befassen uns für und mit Mandanten eigentlich in der, ich sag mal, in dem Management von Risiken, in der Erkennung, DD-Prozesse, in der Organisation und Verwaltung, Risk-Management-Systeme. Wir schulen die Verantwortlichen in den Unternehmen, die Aufsichtsräte bei der Frage, wie gehe ich mit Risiken eigentlich um? Und auch die klassische Jahresabschlussprüfung ist irgendwie auch nur eine Frage von Übersetzung von Risiken in richtige Abschlüsse, nämlich vollständige, die die VfE-Lage richtig darstellen und die Risiken richtig zeigen. Also insofern, wir haben einen Hang zu Risiken und deren Verwaltung und einmal da die Überleitung, warum interessieren wir uns denn hier eigentlich für diese ganzen technischen Themen? Abschlussprüfung ist traditionell viel weiter, was die technische Seite angeht, als Anwälte. Also als ich groß geworden bin, als Anwalt hatte man ein Diktiergerät, 10 Jahre vorher ein Faxgerät, das war super, brauche ich nicht, danke. Wirtschaftsprüfer arbeiten und sagen wir mal, ihre eigentliche Berufsausübung findet in integrierten digitalen Systemen schon lange statt, also quasi schon immer. Insofern sind wir, sage ich mal, relativ nah dran an den Themen und wenn ich das übersetzen kann in konkrete Produkte, dann geht es um die Frage, kann ich die Lieferketten-Themen in Blockchain abbilden? Kann ich meine Mandanten beraten in Risk-Management-Systemen, die, wenn das Unternehmen international aufgestellt ist, eine andere Plattform braucht als nur eine Excel-Liste und so weiter. Also, wir freuen uns. Wir sind ganz, ganz neugierig. Ein paar Kollegen sind heute hier mit da. Sprechen Sie uns gerne an. Genießen Sie die Aussicht. Ich wünsche eine ganz tolle Veranstaltung und darf übergeben an die Veranstalter. Dankeschön. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Eine Frage noch. Ich würde von Ihnen nur eine ganz kurze Frage. Welchen nächsten Zugriff durch Legal Tech fürchten Sie am meisten oder erwarten Sie am meisten? Durch Legal Tech, ich sag mal, die alles, was irgendwie Massenverfahren sind, ja, also EU-Datenschutzgrundverordnung, alles, was irgendwie eine hohe und Wiederholbarkeit, eine hohe, wie soll man sagen, eine Gleichartigkeit von Fällen hat, das ist etwas, wo Legal Tech ganz stark ist. Und wenn man dann noch sozusagen obendrauf quasi eine Zusatzqualität hinkriegt und das eben durch einen integrierten Ansatz, glaube ich, dann sind das sind die Themen, die in den nächsten 10 Jahren eine Rolle spielen. Fangen wir jetzt damit an. Vielen Dank. Danke Ihnen sehr. Jetzt darf ich abgeben an Perica Grasarevic, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Es ist ein ganz hochinnovatives Blockchain-Unternehmen, Contract Vault, als Hauptsponsor heute aktiv. Und Sie sind Gordon Mikkel. Herzlich willkommen auf der Bühne. Vielen Dank. Herzlich willkommen allerseits mit an Bord eben Gordon Mikkel, unser Co-Gründer, Mitgründer. Mein Name ist Perica Grasarevic. Und wir sind von Contract Vault, wie man das hier sehen kann. Es freut uns sehr, dass wir heute als Partner und Hauptsponsor auftreten dürfen. Wir haben Florian letztes Jahr an der Swiss Legal Tech kennengelernt, ein paar Worte ausgetauscht. Damals war er extrem busy, wahrscheinlich wie auch dieses Mal auch. aber es hat so weit gereicht, dass wir uns absprechen konnten. Wir blieben in Kontakt und dachten, eigentlich passt ja auch unsere Plattform, die wir entwickeln, perfekt zu dieser Veranstaltung. Und man muss sagen, viele, die irgendetwas im Legal Tech Bereich machen, gehen eher auf die Richtung Tech. Wir denken, das ist nicht so sinnvoll. Wir möchten auch die Legal Seite stark einbinden. Das heißt, wir möchten Anwälte nicht ersetzen. Wir möchten Anwälte integrieren und ihnen die langweiligen Teile ihrer Arbeit ersparen, sodass sie sich auf das konzentrieren können, was Geld einbringt und eben was auch Spaß macht, hoffentlich. Wir haben hinten einen Stand und ganz viele Flyer und Informationen und sind mit 5 Teammitgliedern vor Ort, später dann noch mit 6. Kommt gerne auf uns zu, wir beantworten gerne alle Fragen und wünschen Ihnen natürlich auch ganz viel Spaß heute. Jetzt freue ich mich sehr auf den nächsten Sprecher. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Eulen nach Athen tragen, wenn ich sage, dass er vor 26 Jahren in den Vorstand des DAV gewählt wurde. Das werden Sie wahrscheinlich alle wissen. Und seit 2015 ist er der Präsident desselben. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, weil er mir eben etwas gesagt hat. Er kommt gerade aus Indien, Ulrich Schellenberg, und er hat eine Geste gemacht, die ich mit Ihnen teilen möchte. Weil er sagt, ihn habe das so beeindruckt. Hat wenig mit Legal Tech zu tun, geht eher an die menschliche Seite. Und zwar, wenn man begrüßt wird in Indien, das hat Sie beeindruckt, dann kommen die Menschen auf einen zu und machen diese Geste. Wissen Sie, was das ist? Die Hände zusammenfalten. Über alle Kasten hinweg
ich sehe das Göttliche in dir. Das ist die Art, sich in Indien zu begrüßen. Und dann legt der Gegenüber die Hand auf sein Herz und verbeugt sich. Das möchte ich jetzt tun. Wie schön, dass Sie da sind. Und mich bei Ihnen bedanken, weil der letzte Deutsche Anwaltstag wurde nämlich ganz im Zeichen von Legal Tech, wie soll ich das sagen, bestrahlt, verstrahlt, fruchtbar, wie auch immer. Also es war sozusagen das Kernthema. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank. Wir hatten es übrigens nicht abgesprochen. Dankeschön, wir hatten das nicht abgesprochen. Das war ein kleiner Begrüßungsmalltalk. Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich hier begrüßen und bedanke mich zunächst einmal ganz herzlich für die freundliche Einladung bei Ihnen, lieber Herr Professor Breitenbach, dass Sie mir die Möglichkeit geben, heute auch auf dieser Konferenz zu sprechen. Und in der Tat, Legal Tech ist für den Deutschen Anwaltverein, aber auch für mich persönlich, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und es ist gerade angesprochen worden, schon in der Begrüßung, der Deutsche Anwaltverein hat eine Taskforce eingerichtet, mit der wir uns diesem Thema widmen wollen. Wir wollen die Szene beobachten und wir wollen damit auch ein Bindeglied schaffen zwischen den Entwicklungen, an denen Sie arbeiten, und den Bedürfnissen, die wir von Seiten der Anwaltschaft haben. Und schön ist es, wenn man bei einer solchen Taskforce externe Mitarbeiter oder Kollegen hat. Und wir freuen uns sehr, Herr Professor Breitenbach, dass Sie diese Taskforce unterstützen. Ja, was für viele, zumindest aus meiner Profession, noch Zukunftsmusik ist, ist für viele, ich schaue mal in den Saal, schon bereits gelebte alltägliche Praxis. Und das gilt jedenfalls dann, wenn man schon so früh am Beginn einer Entwicklung steht, wie es Herr Breitenbach, aber auch Herr Glatz gemacht haben mit dieser Konferenz, die Sie hier aufgebaut haben. Ja, Legal Tech entwickelt sich rasant und die Zeiten des Nischendaseins sind vorbei. Es gab ja eine Zeit, da haben die Anwälte und Juristen diese Entwicklung ja nicht belächelt, aber skeptisch beobachtet und eigentlich nicht vermutet, dass sich da wirklich eine Bewegung entwickelt. Ja, und die letzten Jahre 2016, 2017 waren eigentlich die Legal Tech Jahre in der Bundesrepublik. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das haben jetzt alle begriffen. Politik, Wirtschaft, aber nicht zuletzt auch die Anwaltschaft und die Rechtspflege. Es gibt eigentlich nur eine Erkenntnis: Legal Tech geht nicht mehr weg. Ja, der Deutsche Anwaltverein hat, Sie wissen das, den Deutschen Anwaltstag in letztes Jahr 2017 unter das Motto Legal Tech gestellt. Und wir wollten damit auf die Bedeutung dieser Entwicklung hinweisen. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen und wir haben etwas eingerichtet. Wir haben dort eine Messe, die haben wir schon über Jahre hinweg, die AdvoTech. Aber wir haben letztes Mal ein Startup-Corner gemacht. Wir haben eine Pitchbühne eingerichtet. Wir haben zu günstigen Konditionen die Möglichkeit gegeben, dass man sich dort präsentiert. Und davon haben viele Gebrauch gemacht. Und wir werden dies auch beibehalten bei den nächsten Anwaltstagen, sodass ich Sie nur einladen kann, Anfang Juni, wenn Sie Interesse haben, in Mannheim wird es stattfinden. Dabei geht es uns darum, und das scheint mir auch noch eine wichtige Aufgabe zu sein, klarzumachen, dass Legal Tech eine Chance ist für die Anwaltschaft und auch für die Rechtspflege insgesamt. Und oft hört man im Kollegenkreis auch natürlich eine gewisse Skepsis. Man sagt, na ja, anwaltliche Tätigkeit ist doch nicht durch eine Maschine zu ersetzen, so wie wir arbeiten. Das ist so komplex, so spezialisiert. Wir arbeiten mit Expertenwissen auf hohem Abstraktionsniveau. Ja, aber natürlich gibt es auch bei uns standardisierbare Abläufe. Es gibt auch bei uns Punkte, Routinen, die man natürlich übersetzen kann. Aber Legal Tech geht aus meiner Sicht weiter. Legal Tech stellt einen Mythos des Anwaltsberufes in Frage, nämlich es stellt unser Wissensmonopol in Frage. Und das ist vielleicht etwas, wo manch einer doch so ein bisschen ein Unwohlsein spürt. Aber ich glaube, das müssen wir gemeinsam aushalten. Denn Rechtsgeneratoren übernehmen online bereits heute schon die Rechtsberatung, erstellen Verträge und Dokumente, und zwar nicht nur in standardisierten Fällen, sondern auch schon nach ganz individuellen Vorgaben der Nutzer. Und auch hier
stehen wir erst am Anfang der tiefgreifenden Veränderungen. Und wir werden sehen, wie die Entwicklung künstlicher Intelligenz diesen Prozess auch weiter beschleunigen wird. Und wenn ich mir den Untertitel Ihrer Konferenz heute anschaue, Legal Tech verstehen, die eigenen Potenziale entdecken, dann kann ich nur sagen, dass man könnte einen Leitspruch für die deutsche Anwaltschaft eigentlich kaum schöner formulieren als mit diesem Untertitel. Ja, wir werden auch dieses Jahr, ich hatte schon gesagt, einen Anwaltstag ausrichten und wir werden wieder ein Motto haben. Ich hoffe, es ist genauso zukunftsträchtig wie das letzte. Das neue Motto wird sein: Fehlerkultur in der Rechtspflege. Und lassen Sie mich gleich vorne wegnehmen, die Reihenfolge ist nicht zufällig. Denn auch bei dem Stichwort Fehlerkultur gibt es erst einmal abwehrende Impulse und Skepsis, das galt bei Legal Tech genauso. Aber, und das verbindet die beiden Themen, beide Themen zwingen uns, aus unserer Komfortzone ein wenig herauszutreten und uns auch ein wenig zu besinnen. Und Fehler sind nicht erwünscht, das liegt in der Natur der Sache. Wir sind schon berufsrechtlich gehalten, als Anwälte sorgfältig zu arbeiten und fehlerfrei zu arbeiten. Wir haben ein sehr strenges Haftungsregime. Aber Fakt ist auch, Menschen machen Fehler. Und manch einer behauptet, Juristen seien auch Menschen. Insoweit ist es nur klar, dass auch wir Fehler machen. Und ein vernünftiger Umgang mit Fehlern, der, meine ich, kann das Vertrauen auch in die Rechtspflege stärken und verbessern. Und Fehlerkultur hat dann auch viel mit der Qualität des Rechts zu tun und mit dem Zugang zum Recht. Und da kommt Legal Tech wieder ins Spiel. Denn Legal Tech kann uns helfen, in unserer alltäglichen Arbeit besser zu werden und da, wo es möglich ist, gute und verlässliche Lösungen auch reproduzierbar zu machen. Und Legal Tech wird uns auch helfen, dort Rechtsrat zu vermitteln, wo der Weg zum nächsten Anwalt vielleicht auch heute schon sehr weit ist. Aber wir werden die Veränderung oder wir werden Legal Tech nicht nur aus dem Blickwinkel der Veränderung unserer Arbeitswelt erkennen können, sondern wir werden auch über die gesellschaftlichen Implikationen nachzudenken haben. Und algorithmische Entscheidungsprozesse, die mögen mathematisch exakt sein. Neutral sind sie nicht. Denn sie bilden immer das Wertesystem und die Interessenlage des jeweiligen Betreibers und Entwicklers ab. Aber das ist bei menschlichen Entscheidungsprozessen genauso. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Denn im Rahmen automatisierter Prozesse tritt die Wahrnehmbarkeit persönlicher Verantwortung zwangsläufig in den Hintergrund. Ich kommuniziere als Nutzer vermeintlich vertraulich mit einer vermeintlich anonymen Maschine. Interessenkonflikte werden so schwerer erkennbar. Ja, und der Deutsche Anwaltverein möchte gemeinsam mit Ihnen diese Herausforderungen annehmen und gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Und die zentrale Botschaft ist tatsächlich, eigene Potenziale entdecken und gemeinsam entwickeln. Genau darauf freue ich mich heute mit Ihnen im Verlauf dieser Konferenz. Ich wünsche Ihnen und dieser Konferenz einen intensiven und guten Verlauf und Sie alle setzen die Impulse für die Zukunft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Frage noch. Eine Frage. Glauben Sie, der Job als Präsident des Deutschen Anwaltvereins wird durch Legal Tech noch aufregender? Mit Sicherheit ja. Danke. Danke. Jetzt freue ich mich sehr auf Thomas Kohlmeier. Er ist einer der führenden Experten in der Szene der deutschen und der internationalen Prozessfinanzierer. Er hat die Ergo-Tochter Legial als Vorstand geleitet. Und seit einem Jahr ist er als Managing Partner der Avalion AG in der Schweiz aktiv, um ein neues Prozessfinanzierungsunternehmen aufzubauen.